Piep, hat zweimal Piep gemacht. Zweimal Piep heißt, die Aufnahme läuft. Drei, zwei, eins. Willkommen bei Crank. Diese Woche habe ich für euch eine Blu-ray-Kritik von Yamato. Schlacht um Japan. Schlacht um Japan. Was glaubt ihr? Guckt euch mal das Menü hier an und was auf dem Cover zu sehen ist. Was habt ihr für einen Eindruck? Das ist ein Kriegsfilm, ne? Ein richtig fetter Kriegsfilm. Explosionen und Flammen und ein riesen Kriegsschiff und so. Und denkste. Yamato, ich will nicht sagen Mogelpackung, aber Leute, ihr suggeriert hier, hier geht es um einen Kriegsfilm. Tatsächlich, die ersten 5 Minuten unbenommen geht es richtig zur Sache. Und zwar auch, was die Spezialeffekte anbetrifft, ist schon sehr, sehr gut gemacht. Aber dann wird das Ganze ein Drama. Und zwar nicht nur inhaltlicher Hinsicht, nämlich dann geht es darum, dass die Admiralität, die japanische, bevor der Krieg ausbricht, also der Zweite Weltkrieg für die, die etwas jünger sind, bevor dieser Krieg ausbricht, sitzt die Admiralität und überlegt zwischen alt und neu. Es gibt da einen Admiral, der sagt, die Zukunft sind Flugzeugträger. Und dann gibt es halt eben den anderen Admiral, der da sagt halt eben, nein, wir müssen ein Monster-Schlachtschiff bauen, bei dessen Anblick die Amerikaner und alle anderen Feinde, die wir da so haben, vor Angst erstarren und sagen, lasst mal gut sein, wir haben uns das anders überlegt, nichts für ungut. Hier habt ihr China, hier habt ihr den südostasiatischen Raum und viel Spaß damit. So, das hat die Admiralität zu entscheiden und da gibt es einen riesen Streit darum und der Vorsitzende ist nicht so richtig in der Lage zu entscheiden, na, Schlachtschiff, Flugzeugträger, beides können wir nicht, ist zu teuer, was machen wir denn da? So, nun hat der Admiral Yamamoto, das ist der, der die Flugzeugträger bauen will, den Eindruck, dass der andere Admiral, der die Yamato bauen will, so ein bisschen bei der Kalkulation flunkert, weil er sagt halt eben 90 Millionen, ich glaube Yen oder was halt eben, das ist viel zu günstig, das können sie niemals dafür bauen. Das wäre nämlich günstiger, als einen Flugzeugträger zu bauen. Und Flugzeugträger ist, was die Kostenkalkulation anbetrifft, wohl günstiger als ein Schlachtschiff zu bauen. Größere Kanonen, whatever. Ich bin kein Historiker. Die Sache welche ist, anstatt dass der Vorsitzende eigentlich einfach sagt, ja Leute, dann legt doch mal die Kostenkalkulation offen, damit wir mal gucken können, ob ihr da flunkert oder sowas. Nein, Geheimsache. Auch dem Vorsitzenden gegenüber. Das ist natürlich Blödsinn ist. Aber der Admiral Yamamoto will partout beweisen und natürlich den Auftrag kriegen, will partout beweisen, dass die Yamato viel zu günstig angeboten wird, nur damit sie den Zuschlag dafür bekommen. Was macht er? Er holt sich den vollkommen respektlosen Schnösel, aber er hat in Mathe eine 1 bekommen und eigentlich ist er eigentlich schon auf dem Weg nach Amerika, um da zu studieren. Aber er kann ihn überzeugen und sagen, du pass mal auf, du redest mit mir wie ein Lakaien, aber ich bin Admiral und pass mal auf, ich mache aus dir einen Korvettenkapitän ohne jegliche Ausbildung. Und du beweist mir jetzt mal bitte mit deinem Mathe-Genie, dass die Kalkulation hier nicht stimmt. Aber die Kalkulation liegt ja nicht vor. Also was macht er? Und jetzt kommt der Humor ins Spiel. Leute, okay, was macht er? Er nimmt diesen, Kai heißt der Mathematiker, den nimmt er. Und der nimmt einen Zollstock, so ein Maßband und ein kleines Buch und sagt, pass mal auf, wir gehen jetzt mal auf irgendein anderes Schlachtschiff, das da steht und ich messe das mal aus. Und das macht er. Das macht er mit einem Maßband. Ich meine, so ein 250 Meter Schlachtkreuzer nimmt mit einem Maßband. Misst das Ding aus. Das dauert nur ein paar Stunden, kein Problem. Und in der Nacht setzt er sich an so ein Riesenblatt Papier und malt quasi so aus dem Kopf, malt er das Schlachtschiff nach, ein kompletter Konstruktionsplan. Also was man heute in Wochen mit einem Computer hinkriegen würde, macht er so über Nacht. Ist ja Mathe-Genie. Okay, gut, soll es ja geben. Einstein mit Zahlen. Jedenfalls, der berechnet daraus, aus diesem berechnet der die Menge Stahl
Und er sagt halt eben, anhand der Menge an Stahl, die man für den Schiffsbau braucht, lässt sich eine Formel erstellen, anhand derer man die Kosten für jedes andere Schlachtschiff oder U-Boot oder sowas herausrechnen kann. Ergo, wenn ich jetzt genau weiß, wie viel Stahl brauche ich denn für irgendein Schlachtschiff, dann kann ich auch die Kosten für ein anderes Schlachtschiff, nämlich die Yamato, ausrechnen. Ja. Ist der Typ vollkommener Mumpitz. Aber das treiben die so auf die Spitze. Natürlich gibt's Drama und keiner will helfen und irgendwann kommt einer und sagt sich, oh moralisch bin ich jetzt verpflichtet, euch zu helfen. Ganz toll. Und ich will euch das Ende nicht verraten, aber es ist köstlich und es hat nichts mit Schlacht um Japan zu tun, sondern es ist halt eben einfach ein Zahlenspiel und zwar ein typisch japanisches, die halt dieses, immer noch dieses aus den Godzilla-Zeiten, dieses Overacting drauf haben, den und dieses gequirlte, blöde Gequatsche, dass die also immer sofort auf 180 sind oder sofort völlig entspannt sind. Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Also auch sowas in der Mimik, sondern es ist immer irgendwie totale Katastrophe. Oder es ist immer irgendwie alles, hey, alles easy, super, ey, ich bin Admiral, weißt du, du bist hier so ein kleiner von der Schule abgegangener Mathematikstudent und behandelst mich hier völlig respektlos. Ich steck dich jetzt gleich mal in den Topf mit Suppe, würde ich ja normalerweise dann sagen. Aber der Admiral ist, hey, super, du bist gut in Mathe, mach mal und fahr mal nach Amerika und viel Spaß. Ah, ich hätte noch einen Auftrag für dich, ja. Also Leute, das ist so ein gequirlter Mumpitz. Dafür gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, oh, finde ich ganz cool. Aber was ihr falsch gemacht habt, liebe Leute von Kochfilm, ist nämlich, ihr tut so, als wäre das ein Kriegsfilm. Der Film spielt aber noch nicht mal im Krieg, sondern vor dem Krieg. Und es geht auch nicht um den Krieg. Es geht darum halt eben, schummelt der Typ bei der Kostenkalkulation oder schummelt er halt nicht. Und dafür mir fast anderthalb Stunden mir diese Grütze anzugucken. Nee, Leute. Das finde ich, da versucht ihr den Kunden mit schicken Bildern und dramatischer Musik in die Irre zu leiten, weil das ist kein Kriegsfilm. Ganz ehrlich, nein. Und das finde ich schade, weil seid doch einfach ehrlich und sagt, das ist ein Drama, in dem es halt eben darum geht, um die Zukunft Japans im Zweiten Weltkrieg, um was baut man und ähnliches halt eben. Da gibt es sicherlich eine Menge Leute, die würden sich das gerne angucken, aber die verschreckt ihr damit mit solchen Bildern und die anderen, die aufgrund dieser Bilder sagen, oh, da geht es richtig zur Sache, die verschreckt ihr halt eben, indem ihr so Mumpitz baut. Also denkt mal nochmal drüber nach, ob das jetzt nicht einfach besser geht. Ich glaube, ihr könnt das besser. Okay? So, das wär's. Lasst euch gut gehen. Ich melde mich nächste Woche wieder. Guckt mal vorbei. Film und Fun. Und habt Spaß. Guckt euch den Film vielleicht mal trotzdem an. Mal schauen. Bis dann.